Hallo, hier ist die Anke von der Goldenen Kamera. Und guck mal, wer auch hier ist, der Christoph. Rein zufällig, wie klein die Welt ist. Haben uns zufällig begegnet. Oma, wir wollen aber trotzdem über Alita sprechen, richtig? Ich mag ja unheimlich, wenn du den Badass spielst. Aber hier zeigst du dich von deiner väterlichen Seite. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Das hat auch den Film unheimlich wertvoll für mich gemacht. Wie wichtig war das für dich? Meine väterliche Seite zu zeigen, ist überhaupt nicht wichtig. Die väterliche Seite, die in dieser Geschichte zum Tragen kommt, durchaus. Also, was mich umtreibt, ist sekundär. Für die Geschichte. Nicht für mich, für die Geschichte. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, zu finden, wie sich das eine mit dem anderen verbinden lässt, ohne das eine oder das andere zu stören. Dieser Körper, er hat die Kraft, die ich brauche. Ich kann es nicht erklären, aber ich fühle eine Verbindung zu ihm. Er könnte meinem wahren Wesen entsprechen. Du hast die Möglichkeit, neu anzufangen. Völlig unbelastet. Wie viele von uns kriegen diese Chance? Warum reagiert ein feindliches Kriegsschiff? Ausgerechnet auf mich. Weil ich dieses Schiff kannte. Ich bin auch auf anderen gewesen, nicht wahr? Nicht wahr? Es ist doch völlig egal, was du warst. Jetzt bist es nicht mehr. Nein! Nein! Ich bin eine Kriegerin, oder? Und du weißt es! Die Science Fiction tut uns einen Spiegel vor die vorsetzen über die, unsere Gesellschaft. Und es war ein bisschen schockierend zu sehen, dass in Alita spielt sich ja in 500 Jahren von jetzt ab, dass es dann immer noch soziale Ungerechtigkeit gibt und immer noch Habgier. Und lernen wir irgendwann mal als Menschheit? Möglicherweise ist das so ein bisschen ein Aufruf, der in dieser Geschichte stattfindet. Wenn wir nicht langsam in die Gänge kommen, und mit langsam meine ich so schnell wie möglich, richtig, wird es noch viel schlimmer. Ja. Weil das, was Alita zeigt, ist längst der Fall. Das ist das Wunderbare an Science Fiction, das ist so eine fiktiv-historische Distanz herstellt, die aber voraussehend ist. Das heißt, nicht rückbezüglich, wie, ne, dass sie alle in Perücken Kutschen fahren. Das heißt aber in keiner Weise, dass es nicht von uns heutzutage und unserer Welt handelt. Ja, Dankeschön.